ihr Lieben, und willkommen zurück bei Find Me For Another Mo. Diesmal habe ich euch wieder mitgebracht zu einem Event von Zero Waste Köln. Und zwar, wie ihr seht, sind wir in der Kirche am Brüsseler Platz, falls ihr schon mal gesehen habt. Und hier werden oft wieder Raum freigegeben für verschiedene Veranstaltungen. Heute sind wir hier zu Gast und es gibt einen Weihnachtstausch, einen Weihnachtsdingetausch mit Workshops und auch Musik. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet, und ich nehme euch heute mal mit. Abgegeben und einsortiert, wie man sieht, in verschiedene Kategorien. Und dann wurden sie verteilt in der ganzen Kirche, und das zeige ich euch jetzt auch. Schaut mal, das ist sogar abgecycelt aus einer alten Aludose. Gute Sache. Ansonsten hier ganz viele verschiedene Kerzenhalter. Heimtextilien, also verschiedene Tischdecken, die Leute loswerden wollen. Hier gibt es Weihnachtskarten, die man noch benutzen kann. Hier gibt es Spiele, verschiedene Spiele und CDs. Gibt es Besteck und Geschirr. Ich habe so irgendwie im Gefühl, dass ich, weil ich jetzt eine Stunde nach dem Anfang erst da bin, schon das Schönste verpasst habe. Ist wahrscheinlich schon weg. Aber so ist es da. Ist noch ein schöner Teller. Plastic to Beans ist natürlich wieder da und verkauft hier fairen Kaffee mit sogar Recap-Bechern. Also ihr seht, hier ist alles gut, aber oh. Ja, böse. Wenigstens Milch gibt es noch im Glas, aber irgendwann wird es bestimmt auch Hafermilch in Flaschen geben. Und Waffeln gibt es hier auch, anscheinend von The Good Food, wer hätte das gedacht? So, mit denen arbeiten wir auch sehr häufig zusammen, das heißt, hier werden gerettete Lebensmittel genommen, aus denen noch was Leckeres zubereitet werden kann. So, und hier seht ihr die Ampel, die wir hier an unserem Workshop statt basteln. Und unser Memo-Brett. Geschenkideen aufzuschreiben, wie man Zero Waste Geschenke machen kann. Hunde im Tierheim ausführen statt Kuscheltier. Ausflug statt Bildband. Plätzchen backen statt kaufen, auch sehr schön. Weinwanderung statt Weinkiste. Fußball spielen statt Konsole, auch schön. Cocktailkurs statt Cocktailbuch, warum nicht? Spieleabend statt Online-Spiel, auch sehr wichtig in der heutigen Zeit, mal das Ganze offline zu holen. Umtopfen und Ableger ziehen, statt neue Zimmerpflanze kaufen, auch schön. Da bin ich natürlich definitiv für Massage statt Wärmekissen. Wir sollten ohnehin mehr Massagen verteilen. Feiern statt Handyguthaben, okay. Waldluft
Stadt, Parfüm, toll. Gartenarbeit. Ausmisten statt shoppen, mega tolle Idee. Also wie ihr seht, hier ist einiges dazu gekommen, zusammengekommen und ich finde es so schön gebastelt. Demonstrieren statt Kaffeeklatsch, das ist echt süß. Konzert statt Bandshirt, ich war nicht da. Geil ist das denn? Ja, ich merke auch selber, ich habe früher sehr viele Konzert-Shirts gekauft, aber seit ich mir keine T-Shirts mehr kaufe und Konzerten, kann ich mir auch mehr Konzerte leisten. So einfach ist das. Also, so kann man es machen. Ich wünsche euch auch ein wunderschönes Weihnachtsfest mit vielen schönen Ideen, wie ihr mehr Zeit miteinander verbringen könnt, statt viel Geld auszugeben. Also ich muss sagen, ich war ja bei der Planung von diesem Event jetzt nicht dabei. Ich bin absolut überwältigt von meinem eigenen Verein, dass hier dann auch Infos zu Weihnachtsbäumen gegeben werden. Zum Beispiel, dass es Intensivplantagen gibt, wie viel Anbaufläche verwendet wird, wie viel Weihnachtsbäume verkauft werden. Ne? Sind das faire Bäume? Unheimlich viel Geld. 8 bis 12 Jahre wächst ein Baum bis zum Verkauf. Das ist natürlich lange. Und dann steht er nur ein Jahr da, ein paar Wochen. Das hier finde ich natürlich sehr schöne Ideen. Guck mal, wie einfach man einen Weihnachtsbaum machen kann. Einfach ein paar Klebestreifen an die Wand und daraus einen Weihnachtsbaum machen mit ein bisschen Faden. Super tolle Idee. Oder den finde ich auch mega, mega schön. Einfach aus Holz und Garn und ein paar Deko-Elementen. Tolle Sache. Kerzen, auch super wichtig. Darüber habe ich mir früher sehr wenig Gedanken gemacht. Aber wenn man bedenkt, dass die meistens aus Paraffin sind, also aus Erdöl, welche Umweltschäden das mit sich bringt. Guck mal, 3/4 aller Kerzen bestehen aus Paraffin. Und das ist ja auch ziemlich... Also das zieht einem die Schuhe aus, finde ich. Jede 5. Kerze kommt von Ikea. Da muss man sich natürlich echt schon überlegen. Ja? Aber das ist eine schöne Idee. Guck mal, Kerzen aus Biomasse. Fette und Öle, die zur Nahrungsherstellung unnütz sind. Zum Beispiel aus Resten der Lebensmittelindustrie. Zum Beispiel gebrauchte Tierfette, landwirtschaftliche Produkte, die nicht der Ernährung dienen, nicht immer 100% vegan, aber dann kann man Abfallprodukte nutzen. Meine Güte. Also, ich habe auch noch so viele alte Kerzen, bevor ich neue kaufe. Nee, auf keinen Fall. Was gibt's noch für schöne Ideen? Ja, hier, ein kleiner Schaubild zu Secondhand und wo in Köln alles Secondhand-Stores zu finden sind. Das sind jede Menge. Ja, Leute, inzwischen ist es so einfach, nachhaltig zu leben. Macht was, es ist wunderschön. Ihr könnt unheimlich viel für die Umwelt damit tun, indem ihr einfach Ressourcen spart. So wie ihr hier seht, das ist eine nachhaltige Art, Geschenke zu verpacken. Das kommt aus Japan, heißt Furoshiki. Sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Hier sieht es auch nochmal ein größeres Geschenk. Das wäre jetzt, glaube ich, ein Buch. Schöne Idee. Ja, warum immer Geschenkpapier? Warum nicht mal Stoffe? Gleich wird es hier einen Workshop geben vom Iglo, wo man sich Weihnachtsbaumschmuck selber machen kann. Super einfach, wenn man das mal so bedenkt. Man braucht eigentlich nur ein bisschen Papier und dann wird es genäht. Darauf wäre ich auch nie gekommen. Ihr seht, es wird übereinander gelegt und dann gefaltet. Das kann man in verschiedenen Formen machen, wie man hier sieht, ein Herzchen. Verschiedene Kugelgrößen. Wirkt auf jeden Fall super, super stylisch. Ja, also ich bin jetzt selber kein Weihnachtsfan, aber wer es mag, wer gerne dekoriert bei sich, tolle Idee. So, und jetzt sehen wir mal, wie diese schönen Fäden entstehen.
aus denen man dann diese Blumenampeln knüpfen kann, Makramee flechten kann. Und zwar schneidet man ganz dünne Streifen bei Jersey Shirts, aber ganz wichtig ist, quer zu schneiden, also nicht längs. Also quasi am Bauch entlang. Und wenn man sie dann lang zieht, dann fangen sie an, sich einzurollen, und dann hat man diese schönen langen Fäden. Aber wenn man anderen Stoff nimmt, wie zum Beispiel hier, diesen Bettwäschestoff, dann bleibt es relativ flach und rollt sich nicht ein. Ja, cool. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei dem ganzen Workshop mit den Kiddies.